Schön, dass ihr heute alle so zahlreich hergefunden habt, auch wenn es mitten in den Ferien und an einem Dienstag ist. Ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Malte Zararias. Ich bin bei der ÖH in der Spinforce, wie wir uns so schön nennen, einer der vielen Freiwilligen, die da für euch aktiv sind, damit OM bei euch am Anfang schön rund laufen kann. Neben mir werden heute noch ein paar andere Leute reden. Das ist einmal der Professor Wolfgang Weninger, Leiter der Abteilung Anatomie, der uns am Ende noch mal ein paar allgemeine Hinweise zur Richtung Anatomie und OM1 geben wird. Dann freue ich mich auch, dass im Moment noch etwas versteckt Frau Dr. Lena Hirtler bei uns ist, die als Line-Koordinatorin der OM1 perfekt dafür geeignet ist, alle Fragen zu OM1 zu beantworten und wie dort der Ablauf mit den verschiedenen M3E, Moodle, E-Learning und E-Test-Elementen sein wird. Dann haben wir noch dabei die Anna Meierhofer, die da vorne auch gerade noch ein bisschen versteckt ist, die nachher ein bisschen darüber erzählen wird, wie fangt ihr eigentlich am besten in der ersten OM1-Einheit an und wie das Ganze dort abläuft. Anna ist genauso wie ich auch eine Freiwillige in der ÖH und außerdem ist sie OM-Tutorin und hat deshalb auch da ganz gut die Möglichkeit, euch zu erzählen, wie man sich am besten auf das vorbereiten kann, was einem in diesen Einheiten von den OM-Tutoren erwartet. Genau, und der erste Teil, der dann von mir kommt, das ist eigentlich so das muss man wissen, aber ist für OM 1, 2, 3 relevant, aber eher das Organisatorische. Ich erzähle euch ein bisschen darüber, was bei den Spinden zu beachten ist, wo kriegt ihr diese Zielanleitung, OM-Care-Pakete und ähnliches. Die meisten Sachen, die wir heute erzählen, sind eigentlich die gleichen wie auch in den Vorjahren. Wir werden das, was wir heute erzählen, aufzeichnen als Video. Wir werden es auf YouTube hochladen. Das heißt, für die Kolleginnen und Kollegen, die heute nicht da sind, gibt es das Ganze nachher auch zum Anschauen. Es gibt auch noch das Video aus dem Vorjahr. Da sind vielleicht in der einen oder anderen Teil ein bisschen detaillierter drin. Aber das, was ihr heute hört, sind quasi die aktuellen Informationen. Ihr könnt gerne jederzeit, wenn ihr Fragen habt, Fragen stellen. Wir werden dann versuchen, die Fragen zu wiederholen, damit sie im Video dann auch für alle verständlich drin sind. Also wir haben nicht das Problem, dass wir immer alles wiederholen müssen, aber das ist für das Video einfach besser, sonst hört man euch nicht. Und damit fange ich dann auch gleich mit dem ersten Punkt an. Das allererste ist die Spinnenverteilung. Ich weiß nicht, ob ihr es draußen schon gesehen habt. Wir haben heute fleißig in den ganzen Treppenhäusern und auch in dem Schaukasten, der hier vor dem Hörsaal ist, eine Liste aufgehängt, in der findet ihr die Informationen, welche Spinde euch als Kleingruppen zugeteilt sind. Es ist so, dass in diesem Semester immer OM1 und OMZ und OM3 gleichzeitig anfangen. Das heißt, es gibt einfach ein paar weniger Spinde, als es Leute gibt, was bedeutet, dass ihr euch die Spinde dann eben zu zweit oder zu dritt teilen müsst. Es gibt da in der Regel auch immer die Frage, warum sind eigentlich meine Spinde zwei Stockwerke entfernt von dem Seziersaal? Das erklärt sich dadurch, dass wir in den letzten Jahren mal gefragt haben, was habt ihr eigentlich lieber? Wollt ihr alle euch zusammen kuscheln vor den Spinden, vor einem Saal oder euch lieber im Treppenhaus verteilen? Es ist das Letztere geworden und so wird es die nächsten Jahre dann noch bleiben. Wie ihr das dann am besten macht, ist in den letzten Jahren immer so gewesen, man sucht sich eben in seiner Kleingruppe zusammen die Spinde raus, die man hat und macht am besten dann ein Google-Doc wie dieses hier, wo man sich eben die Spinde, die man hat, aufteilt und sich da dann am besten mit Leuten zusammentut, mit denen man sich auch verträgt und wo man auch der Meinung ist, dass die wahrscheinlich in der Regel gleichzeitig mit einem da sind, damit man dann auch an den Spind drankommt und nicht vor verschlossener Tür steht. Wie findet man jetzt diesen Spind? Also ihr habt auf der einen Seite diese Listen, die überall aushängen, wo ihr dann die Nummern eurer jeweiligen Spinde habt. Grundsätzlich ist es so, alle Spinde, die für die Studierenden der OM 1, 2 und 3 zugeteilt werden, findet ihr einfach in den Treppenhäusern. Und zwar sind das da diese großen Spinde, die da stehen. Es gibt in den Treppenhäusern auch immer noch so kleinere Spinde am Rand. Die sind teilweise den Zahnmedizinern zugeteilt und werden von uns auch als Reservespinde benutzt. Es ist auf jeder dieser Listen ausgeschrieben, quasi welche Nummern dieser Spinde, also zum Beispiel Tiefparterre, Hochparterre, erster Stock und so weiter, welche Spinde ihr in welchem Stockwerk findet und ob es links oder rechts ist, das wisst ihr auch schon daher, welchen Seziersaal ihr habt. Diese Seziersäle 1, 2 und 3 sind links, jetzt fühlt man sich ein bisschen wie im Flugzeug hier vorne, und 4 bis 6 sind auf der rechten Seite. Für die Spinne selbst bietet es sich an, ein Schloss davor zu machen. Generell tut bitte keine Wertsachen da rein. Es ist schon so gewesen, dass diese Spinde aufgebrochen werden, am Ende des Semesters von uns, das komme ich später aber noch. Es ist aber auch durchaus schon vorgekommen, dass Spinde hier leergeräumt wurden, sich dann bei uns beschwert wurde und wir sagen mussten, ne, wir haben damit nichts zu tun gehabt. Also ab und zu passiert es schon leider, dass dort Sachen entwendet werden. Ja? Dass die Anatomie ist eben ein öffentliches Gebäude, die Türen stehen den Großteil des Tages offen. Wenn da jemand reinkommt, die leerräumen will, kann das passieren.
Für die Spinde nehmt ihr am besten Vorhängeschloss. Bügelbreite sollte nicht mehr als 6 mm sein, also sprich der Durchmesser von dem Metall, damit ihr das auch in den Spinden dort reinkriegen könnt. Und was wir auch immer empfehlen ist, nehmt am besten ein Schloss, was eine Nummernkombination hat, weil ihr dann nicht das Problem habt, dass vielleicht der Schlüssel gerade nicht da ist oder auch ein extrem beliebter Klassiker, der Schlüssel in dem Spind eingeschlossen wird und dann gibt das auch so ein logisches Problem beim Öffnen des Spindes. Ja, was zu den Spinden auch noch eine ganz wichtige Geschichte ist, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Also generell ist es so, diese Spinde, warum machen wir das eigentlich als ÖH? Es ist so, dass dadurch, dass wir als ÖH mit freiwilligen Leuten diese Spinde verwalten, leerräumen und sicherstellen, dass die für euch zur Verfügung stellen, könnt ihr die kostenlos verwenden. Aber kostenlos heißt nicht, dass ihr die verwenden könnt, ohne dass da auch Bedingungen dran geknüpft sind. Diese Nutzungsbedingungen findet ihr zum einen im Moodle-Kurs, ihr müsst sie dort auch bestätigen. Ihr findet auch eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen vorne im Schaukasten und könnt da reinschauen. Und es gibt da einen ganz wichtigen Punkt, der wirklich, wirklich super wichtig ist und der jedes Jahr von ein paar wenigen immer vergessen wird. Das ist der Punkt nach der letzten OM-Einheit, bitte diesen Spind räumen. Das ist in jedem Semester so. Das heißt, wenn ihr mit eurer OM1 fertig seid, den letzten Termin hattet, nehmt eure Sachen gleich mit nach Hause. Es ist nicht so, dass wir jetzt direkt nach der OM-Einheit kommen und alle Spinde knacken und alles leer räumen, aber es gibt dann mit Glück nochmal eine weitere Warnung. Meistens allerdings passiert auch das nicht, sondern es ist mittlerweile so, dass wir diese Spinde nach OM an ein paar Tagen danach leerräumen und was dann noch da drin ist, das geht dann in den Bestand über von Sachen, die wir als ÖH euch kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist weg. Ja? Es kommt jedes Semester vor, dass ein, zwei Leute dann doch nochmal nachfragen und sagen, was ist denn jetzt mit meinen Sachen? Es ist genauso, wie es da steht. Das hat einfach auch damit zu tun, wir haben das früher nicht so gemacht und haben dann teilweise eine Woche, nachdem die Deadline war, halt immer noch 40 Spinde gehabt, die voll waren. Und das ist dann einfach ein riesiger Haufen von Kram, der bei uns rumliegt und das sieht dann so aus und da haben wir einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Ja, das ist auch mit der Zeit, die wir investieren, da nicht machbar gewesen. Jetzt ist es so, wir räumen das Ganze leer, wir versorgen die Sachen und sind am nächsten Tag damit durch und das ist das, was wir mit dem Zeitaufwand, den wir da reinstecken, auch ganz gut machen können. Also bitte nach der letzten Einheit nehmt die Sachen mit und sollte es aus irgendeinem Grund passieren, ihr vergesst es und euch fällt es dann ein, schreibt uns bitte, Adresse ist spinde@öh-mit-wien.at, damit wir dann zumindest Bescheid wissen, dann lässt sich oft noch irgendwas tun, aber wenn ihr die Spinde nicht leer räumt und nicht Bescheid sagt, dann sind die Sachen einfach weg. Ja, was auch noch ganz schön wäre, wenn ihr die Spinde dann räumt, man hat dann immer so die Sachen rausgenommen, die einem selbst gehören und die einem wichtig sind. Andere Sachen wie das Butterbrot von vor zwei Wochen findet man dann nicht mehr so interessant und lässt sie da, dann entstehen da solche mikrobiologischen Experimente. Dafür sind wir hier auf dem falschen Institut. Ja? Also das muss nicht sein, bitte seid so nett. Wir stehen dann davor, ich meine, wir haben alle seziert und wir sind das eine oder andere Eklige gewöhnt, aber bei so Schimmelpilzen im Spinn wird auch uns manchmal etwas schlecht. Genauso gilt das auch für den ganzen anderen Müll. Es gibt da überall Mülltonnen, Mistkübel, Österreich und da kann man das reingeben, dann hat sich das erledigt. Ja. Dann das Letzte, was euch sicherlich schon brennend interessiert. Diese Zieranleitung wird dieses Jahr 1 € kosten. Der Druck ist zwar einiges teurer, die Studienvertretung subventioniert diese Zieranleitung und deshalb können wir sie auch dieses Jahr wieder für nur 1 € anbieten. Der ganze Verkauf der Skripten geht ab Donnerstag diese Woche los. Also wir haben jetzt irregulär quasi in den Ferien 2 Tage vorher schon für euch angefangen, damit man diese ganzen Sachen sich jetzt entspannt in den Ferien holen kann und Montag dann in UM starten kann. Generell könnt ihr euch das Skript die ganzen nächsten Wochen abholen. Erfahrungsgemäß ist gerade die ersten 1-2 Tage bei uns super voll. Also wenn ihr OM erst gegen Ende der Woche habt, würde ich euch empfehlen, vielleicht nicht gleich am ersten Tag vorbeizukommen und die Sachen abzuholen. Außerdem PKU-SSM-Skripte wie jedes Jahr gibt es auch, da kenne ich den genauen Preis jetzt noch nicht, wird aber auch auf Facebook sicherlich nochmal gepostet werden. Wird dann dieses Jahr so ablaufen, das Ganze auf 6M im AKH. Wir haben umgebaut, es ist viel schöner bei uns und wir können jetzt eine schöne Schlange machen, die einmal so durchgeht, das heißt wir hoffen dieses Jahr wird das Chaos da auch ein bisschen kleiner. Neben der Sezieranleitung ist eine der Sachen, die uns ganz wichtig ist, wir möchten euch den Einstieg in UM1 so schön und einfach wie möglich machen und dazu gehören so viele Kleinigkeiten wie eben die Möglichkeit Leihgewand zu haben, aber auch Sezierbestecke, wo ich gleich noch ein bisschen mehr erzähle, die habt mir noch einmal ein paar Fotos reingetan, so sieht das dann aus, also wir machen das in unserer Freizeit, wir haben aber auch Spaß dabei, das
sollte man nicht vergessen. Und generell möchte ich euch auch gerne mit auf den Weg geben, falls jemand von euch Bock hat, da mitzumachen. Kommt einfach mal vorbei auf 6M, sprecht uns an. Wir freuen uns immer über freiwillige Helfer, die bei sowas mit anpacken. Zum Start der OM gibt es von uns ein sogenanntes Care-Paket. Ihr kriegt, wenn ihr eure Sezieranleitung bei uns abholt, zu der Sezieranleitung dazu geschenkt Handschuhe, und zwar eine Packung in S, M oder L. Das sind Nitrilhandschuhe. Generell, wenn ihr euch Handschuhe für die OM kauft, würde ich euch auch empfehlen, nehmt Nitrilhandschuhe. Die Materialien, die an den Präparaten verwendet werden, um die zu fixieren und um die entsprechend feucht zu halten, sind total durchgängig durch Latex. Das heißt, wenn ihr da mit Latexhandschuhen auftaucht, dann habt ihr nach ein paar Minuten taube Finger, weil dann praktisch das Ganze in eure Finger hinein wandert. Es gab in der Vergangenheit da verschiedene Berichte zu. Also ich habe mit diesen Handschuhen gearbeitet, war damit sehr zufrieden. Andere haben gesagt, es sind nicht so die besten für sie. Ihr kriegt alle eine Packung beim Start dazu. Schaut mal, ob die für euch gut passen. Und wenn sie für euch passen, dann gibt es für euch auch die Möglichkeit, unter dem Semester weitere davon zu kaufen. Was ihr neben den Handschuhen von uns auch noch bekommt, sind Sezierklingen. Die verbraucht man dann doch relativ schnell. Ich denke, die Anna wird nachher noch ein bisschen dazu sagen, wie das so ein OM ist, dass man immer eine frische Klinge nehmen sollte. Und deswegen gibt es die praktisch beim Abholen der Anleitung auch gleich dazu. Wir packen euch ein paar Klingen in 10 und ein paar Klingen in Größe 20 rein, die jeweils für den kleinen und den großen Skalpellgriff geeignet sind. Ja, und während des Semesters, beziehungsweise nicht nur während dieses Semesters, denn die OM ist ja eine Geschichte, die euch jetzt 3 Semester lang begleiten wird, geht das dann genauso weiter. Wir haben für euch Handschuhe, die ihr jederzeit kaufen könnt. Das kostet dann 3,50 € eine Packung. Das ist so der Selbstkostenpreis, den wir als ÖH bei unserem Lieferanten zahlen. Wir haben da relativ lange gesucht, bis wir jemanden gefunden haben, wo das nicht 9, 10, 11 Euro die Packung kostet. Und was ihr auch über die ganze OM jederzeit bekommen könnt, sind Skalpellklingen. Da kommt ihr einfach auf 6M vorbei, zeigt einmal den Studierendenausweis her, dann sehen wir eben, okay, macht OM. Und dann könnt ihr euch, ich glaube, immer 10 Stück Klingen dort einfach abholen. Und die gibt es die ganze Zeit gratis. Also Klingen braucht ihr nicht kaufen, die gibt es in ausreichenden Mengen bei uns. Was wir auch noch haben, ist das Secondhand-Gewand. Wir haben Mäntel und Scrubs, die wir von Vorgängerjahrgang, das ist jetzt nicht alles nur aus geknackten Spinden, da sind auch sehr viele Spenden dabei, muss man dazu sagen, haben für euch. Die haben wir alle komplett gewaschen, beziehungsweise bei den Mänteln passiert das Ganze in der Kooperation mit der Anatomie. Die so nett sind, diese Mäntel für uns, für euch zu waschen. Und die werden am nächsten Montag von 11 bis 13 im Vorklinikkammerl hier ausgegeben. Weil das eben nicht so viele sind, da haben wir ungefähr 150 Stück Scrubs und 150 Stück Mäntel, sind die meistens relativ schnell weg. Da lohnt es sich also ein bisschen früher da zu sein. Wer sowas dort nicht abbekommt, sei auch nochmal ganz wichtig gesagt, irgendwie ist es die letzten Jahre immer so, dass alle meinen, ich brauche unbedingt Scrubs. Auch dieses Jahr haben mich wieder Leute angeschrieben und gesagt, hey, ich habe keine Scrubs, was mache ich jetzt? Ich kann auch nicht dort sein. Das ist kein Grund zur Sorge, ihr braucht keine Scrubs. Was ihr braucht, ist ein weißer Mantel und das ist das Einzige. Naja, und darunter sollte man auch noch was tragen. Da habe ich mal Probleme gehabt im Sommer mit einer kurzen Hose. Aber also ihr braucht halt den weißen Mantel und wenn ihr keine Scrubs habt, ist das kein Problem. Ja, dann nimmt man irgendwelche alten Klamotten und trägt die auf. Der weiße Mantel ist alles, was ihr braucht. Was zu dem weißen Mantel auch sicherlich noch gesagt wird, es ist schön, wenn der weiß bleibt, gerade die Mäntel, die ihr am Ende wieder spendet. Also wenn man sich jetzt einen abholt, ist es schön, ihm eine zurückzugeben. Wenn es eure eigene ist, freuen wir uns über die Spende. Wascht die regelmäßig, dann bleiben sie auch weiß. Also meistens macht man das erste Semester und im zweiten und dritten lässt man es dann ein bisschen und dann hat man einen super gelben Mantel. Aber auch gelbe Mäntel können wieder weiß werden. Das braucht dann 3, 4 Waschgänge. Das haben wir auch schon selbst ausprobiert. Das Letzte, was ich euch da noch ans Herz legen möchte, ist der Besteckverleih. Wenn ihr noch kein Sezierbesteck habt, wir haben letztes Jahr mit Geldern der Studienvertretung Human Sezierbestecke gekauft und wir haben für jeden, der dieses Jahr OM macht, ein Besteck, was wir ausborgen können. Wichtig ist nur, das Erste, sie müssen reserviert werden. Ihr könnt bis heute Abend diese Sezierbestecke noch reservieren. Das geht auf der Adresse öhmedwien.at/besteck. Das ist auch in der Facebook-Gruppe angepinnt. Also wer jetzt noch kein Sezierbesteck hat, dort gibt es die Möglichkeit, eins auszuborgen. Da drin enthalten ist ein Vierergriff, es ist eine grobe und eine feine Pinzette drin, es ist ein Muskelhaken drin, eine Schere und eine Sonde. Also alles, was man eigentlich für seine OM-Tätigkeit braucht und wie es mit der Anatomie auch abgeklärt ist. Abgeholt werden kann das Ganze ebenfalls im AKH ab Donnerstag bis nächsten Freitag. Freitag ist dann allerdings auch der Schluss, also die müssen wirklich in dieser ersten Woche abgeholt werden, weil das für uns einfach ein großer Aufwand ist, dort auch immer extra Leute hinzustellen, die das ausgeben können.
Genau, reservieren, sezieren, profitieren. So ist der Gedanke dahinter. Und am Ende des Ganzen einfach bitte gereinigt zurückgeben. Wir machen bei das immer so, dass wir bei OM3 nach der letzten Einheit in dort da am Eingang stehen und von euch diese ganzen Sachen einsammeln. Also wenn ihr dort nach der letzten OM-Einheit sagt, okay, jetzt könnt ihr euch das noch nicht vorstellen, aber nach der letzten OM-Einheit ist es ziemlich sicher, dass man sagt, diesen Mantel will ich eigentlich nie wiedersehen. Ja? Dann stehen wir draußen und freuen uns dann, wenn ihr diese Sachen abgibt, damit wir sie den nächsten Jahrgängen zur Verfügung stellen können. Und genauso ist das dann auch mit dem Bestecken. Gut, das war es soweit von mir. Ich übergebe jetzt an die Anna, die wie gesagt die Erfahrung als Tutorin euch jetzt ein bisschen weitergibt und für euch auch eine super Möglichkeit ist, wenn da jetzt was unklar bleibt für die ersten Einheiten, nachzufragen. Hallo, mein Name ist Anna Mayhofer. Ich bin auch bei der ÖH und wie gesagt schon OM-Tutorin. Das heißt, ich werde einige von euch auch nächste Woche dann sehen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was dazu, was ihr vor der ersten Einheit beachten müsst und wie ihr euch am besten vorbereitet. Hier erstmal zur Sekanteneinteilung. Ich habe gesehen, viele von euch haben das auf Facebook schon gemacht. Für die, die es noch nicht gesehen haben, es ist so, es präparieren immer 6 Personen an einer Körperspende und da sind jeder ist da zu einer bestimmten Region eingeteilt und es müsst ihr euch eben vorher ausmachen, wer da was präpariert. Dann macht man am besten so ein Google Doc, so stellt es auf Facebook und jeder tragt sich dann ein. Und hier haben wir den Sezierplan, wo die ganzen Tische sind, die haben eine Nummerierung und da macht ihr euch am besten vorher genau aus, welche Leute an welchem Tisch sind, damit es dann nicht ein Chaos gibt in der ersten Einheit und jeder dann genau zu dem Tisch hingehen kann. Gut, hier nochmal der Saalaufbau. Es ist so, es gibt insgesamt 6 Seziersäle, die in den unterschiedlichen Nachmittagen OM haben. Und in jedem Saal gibt es einen Saalleiter oder eine Saalleiterin. Da haben wir hier als Beispiel den Saal 6, da ist die Frau Dr. Hirtler Saalleiterin und die ist sozusagen die Chefin vom ganzen Saal. Dann gibt es noch 4 Reihenleiter und Reihenleiterinnen, die sind quasi da für eine Reihe zuständig. Sozusagen da. Dann mit den Personen, mit denen ihr am meisten zu tun haben werdet, sind die Tutoren und Tutorinnen. Da gibt es pro Saal 8, das heißt ein Tutor ist für 2 Tische gemeinsam zuständig. Das ist so. Für so 2 Nebentische, also A1, B1 hat ein Tutor, A2, B2 hat gemeinsam ein Tutor. Die Tutoren sind quasi dafür da, euch zu helfen, wenn ihr Fragen habt beim Präparieren, wenn ihr nicht weiterkommt, dann fragt sie die einfach, die helfen euch weiter. Und natürlich auch zum Prüfen, die meisten Prüfungen werden von den Tutoren und Tutorinnen stattfinden. Und dann gibt es noch 2 Demonstratoren und Demonstratorinnen, das sind auch Studierende, das sind quasi die Cheftutoren, die nochmal über den Tutoren stehen und auch noch für unterschiedliche organisatorische Sachen zuständig sind. Genau. Zur Sezieranleitung. Die Sezieranleitung ist quasi euer Leitfaden für die ganze OM und da muss man sich erstmal orientieren. Es ist so, es gibt zu jeder Region, die zu präparieren ist, ein Kapitel in der Sezieranleitung und das ist immer gleich aufgebaut. Da habe ich zum Beispiel Region subkutan, seitliche Halsregion. Das ist eine Region, die ihr jetzt schon präparieren werdet, einige von euch. Und das beginnt immer so, am Beginn von der Region gibt es da so ein graues Kastel mit Lerninhalten. Das kann man sich dann anschauen und das ist quasi das, was ihr dann in den Büchern nachschauen sollt und lernen sollt. Ist auch Stoff von den Prüfungen während der Stunde. Und nach diesem Kastel kommt dann quasi die genaue Anleitung zur Präparation, also eine praktische Anleitung, was ihr zu tun habt. Das beginnt dann quasi hier mit den Hautschnitten, das genau erklärt, wo ihr die Schnitte zu machen habt und nachher genaue Durchführung. Das heißt, da steht dann drinnen, welche Gefäße ihr finden müsst, wo ihr die findet, wie ihr die weiter präpariert. Oft ist da auch dann so ein Rufezeichen, aufpassen, da muss man aufpassen, da kann man leicht Fehler machen. So, und dann gibt es da noch so schöne Bilder, wo das dann genau eingezeichnet ist. Dann kann man sich das besser vorstellen. Am Beginn der Sezieranleitung, also da ist das Inhaltsverzeichnis, am Anfang gibt es noch so allgemeine Informationen. Die könnt ihr euch vor der ersten Einheit durchlesen, das wäre sehr gut.
Zuerst sind da so allgemeine organisatorische Sachen, da geht es darum, wie ist die Benotung, wie läuft das ab, wie ist das mit der Ersatzleistung, einfach durchlesen. Steht auch auf M3E, das ist so ziemlich das Gleiche. Dann zur Präparatobsorge steht was, auch durchlesen, das ist ganz wichtig, dass euch immer um euer Präparat kümmert, damit das immer schön eingepackt ist und so. Euer Tutor, eure Tutorin wird euch das auch noch genau erklären, aber es ist immer gut, wenn man sich das vorher mal durchliest. Und dann gibt es eben als dritten Punkt noch den Sezierablauf. Und da stehen in der Sezierenleitung zu Beginn Informationen, wie man präpariert. Also da gibt es dann einen Punkt, wie lege ich Muskeln frei, wie suche ich Nerven, wie mache ich Hautschnitte, wie präpariert man Haut ab. Da habe ich euch das da rausgesucht, Hautschnitte und Hautabtragen. Das sind die zwei Punkte, die für euch für die erste Einheit relevant sind. In der ersten Einheit werdet ihr hauptsächlich Haut abtragen. Legt euch das vorher durch, wie man das macht. Ich weiß, man kann sich das schwer vorstellen, wenn man sich das so durchliest, wenn man nicht weiß, wie das ausschaut. Deshalb gibt es bald auf Moodle solche Videos da, da kann man sich das anschauen. Also zum Thema Haut abtragen, Hautschnitte machen, wird es ein Video geben auf Moodle, das könnt ihr euch vorher anschauen, dann wisst ihr schon mal, wie das circa ist. Wie gesagt, auch da wird es euch euer Tutor, eure Tutorin auch noch zeigen, aber ihr habt es einfach leichter, wenn ihr es schon mal gesehen habt. Genau. Falsch. So. Gut. Am Ende der Sezieranleitung habt ihr noch den Sezierplan. Da ist das ganze Semester quasi strukturiert, einmal aufgelistet. Da links sind die ganzen Einheiten. Dann als zweiter Punkt sind quasi die Deadlines für die ganzen Moodle-E-Learn-Sachen. Also ihr habt neben der OM noch ganz viele Aufgaben, die ihr auf Moodle machen müsst. Da wird euch die Frau Dr. Hirtler was erklären. Ich kann euch nur jetzt schon mal sagen, passt auf, dass ihr die Sachen alle macht. Immer zur richtigen Deadline, weil sonst müsst ihr Ersatzleistungen machen und das ist ziemlich unnötig. Gut, dann ist es so, dass stehen die Bezeichnungen von den Regionen drinnen und zu den OM-Einheiten. Wie kann man sich jetzt so eine OM-Einheit vorstellen? Ihr kommt dahin, ihr seid mit den 6 Personen an dem Tisch und dann präpariert ihr eure Region. Euer Tutor, eure Tutorin hilft euch dabei, vielleicht auch ein Demonstrator. Und zwischendurch werdet ihr dann auch was gefragt zu der Region. Also ihr sollt wissen, was macht ihr, was müsst ihr da suchen. Vielleicht fragt der Tutor auch, was ist das, zeigt auf ein Gefäß hin und ihr müsst dann wissen, was es ist. Dazu auch ein bisschen Hintergrundwissen, zum Beispiel beim Muskel könnte es sein, wo ist der Ursprung, wo ist der Ansatz, was macht der Muskel. Bei einer Arterie, was versorgt die Arterie oder sowas. Das müsst ihr euch einfach vorher anschauen. Wie gesagt, es wird jede Einheit bisschen was gefragt. Auch in der ersten Einheit schon schaut sich das auf jeden Fall an, vor allem was ihr tun müsst. Abgesehen von diesen Tagesnoten gibt es noch ganz viele weitere Noten. Das ist am Anfang ein bisschen überfordernd. Da gibt es da diese Attestate, da, da und da. Die Attestate sind quasi Prüfungen, bevor ihr mit einer neuen Region startet. Das bedeutet, ihr werdet gefragt, was müsst ihr tun. Das ist dazu da, um zu überprüfen, dass ihr euch diese Zierleitung angeschaut habt, weil wenn ihr nicht wisst, was ihr machen müsst, dann dürft ihr quasi nicht weiter sezieren und dann könnt ihr nicht mit der neuen Region anfangen. Also ihr müsst von eurem Tutor oder von eurer Tutorin quasi gesagt bekommen, ja, ihr habt das Attestat bestanden, dann könnt ihr anfangen mit der neuen Region und die präparieren. Dann gibt es noch diese Übergaben, habt ihr sicher schon davon gehört, das ist immer, wenn Regionen fertig präpariert sind und ihr quasi wieder tauscht und mit einer neuen Region anfangt, habt ihr eine Prüfung quasi über die letzten Regionen, die gerade alle an eurem Tisch präpariert haben. Genau, da müsst ihr dann alles lernen und am Ende gibt es noch die berüchtigte Endübergabe. Da kommt dann alles vom ganzen Semester. Es gibt dann noch eine Endübergabe von OM1 und 2, da kommt dann ganz OM1 und 2. Deshalb immer schön mitlernen, dann gehen die Endübergaben auch leichter. Genau. So, wie lerne ich jetzt, mit was lerne ich? Es gibt ganz, ganz viele Bücher, es werden ganz viele Bücher empfohlen, nicht empfohlen, es hat jeder eine andere Meinung. Das Wichtigste ist, ihr müsst selber rausfinden, mit was ihr am besten lernen könnt. Am besten, ihr ladet euch die Bücher zuerst mal von der Bib runter, schaut sich unterschiedliche an oder ihr borgt euch unterschiedliche Bücher aus, probiert es aus und dann findet ihr schon, mit was ihr am besten zurechtkommt. Grundsätzlich gibt es
Atlanten. Das bedeutet, das sind Bücher mit ganz vielen Bildern, wenig Text. Da gibt es den großen Streit, was besser ist, der Sopater oder der Prometheus. Alternativ, da ist auch noch der Netter drauf. Wie gesagt, anschauen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch einen Atlas zu nehmen, weil da einfach schöne Bilder drin sind. Man kann sich das mit den Bildern besser vorstellen. Neben den Atlanten gibt es dann noch Lehrbücher. Da haben wir hier zum Beispiel den berüchtigten Waldeyer und die duale Reihe zum Beispiel. Die braucht man auch, weil da steht genau der Text dazu, also das Hintergrundwissen. Das hochempfohlene Buch ist der Waldeyer. Der ist sehr genau, sehr detailliert, am Anfang wahrscheinlich sehr überfordernd, an dem muss man sich gewöhnen, mit der Zeit kommt man rein. Ist empfohlen, wenn ihr den Waldeyer nicht so gern habt, man kann auch ein anderes Buch nehmen, also man muss nicht unbedingt mit dem Waldeyer lernen, man kann zum Beispiel auch auf ein anderes Buch wie die duale Reihe ausweichen. Und dann gibt es noch so Online-Programme, wie zum Beispiel Kenhub, da gibt es noch viele mehr, das sind so Computerprogramme, wo man dann zum Beispiel sich die ganzen Arterien anschauen kann, dann kann man Muskeln einblenden oder Nerven einblenden. Manchen Leuten hilft es beim Lernen, ihr könnt es ausprobieren. Bei manchen von diesen Programmen gibt es auch so gratis Testtage, das kann man dann probieren. Und da beim CLS gibt es auf M3E noch unterschiedlichste Online-Lerntools. Ich habe die selber noch nicht benutzt, aber es gibt Leute, denen hilft es auch. Also schaut es euch einfach an. Gut, dann auf Mega gibt es alte Unterlagen und Zusammenfassungen. Man kann da mal reinschauen. Ich weiß, viele lernen gerne mit Mega, ich würde aber aufpassen, weil diese Sezieranleitungen haben sich in den letzten Jahren ziemlich verändert, die Regionen haben sich verändert und wenn ihr dann mit einer Sezieranleitung lernt von 2012 oder so, dann stimmt das teilweise nicht, dann stehen Sachen in den falschen Regionen und dann lernt ihr vielleicht nicht das, was dann gefragt wird und das wäre dann für euch nicht so angenehm. Ja, zum Schluss noch ein paar Lerntipps von mir. Ich weiß, es ist am Anfang schwierig, weil man nicht weiß, wie fange ich jetzt an. Man hat die Region und es ist sehr überfordernd. Am besten, man schaut, was für eine Region habe ich zum Sezieren. Man kann sich kurz die Anleitung anschauen, um ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was da alles so dazugehört. Und dann würde ich mir einfach das Kapitel im Atlas und im Lehrbuch anschauen. Und dann... Ich habe so gemacht, dass ich mir die wichtigsten Sachen rausgeschrieben habe. Ich habe mir selber Zusammenfassungen geschrieben. Ich habe es meistens auch gezeichnet. Da müsst ihr selber schauen. Und dann habe ich das gelernt mit meinen eigenen Ausarbeitungen. Und dann bin ich nochmal zurück zur Sezieranleitung und habe geschaut, verstehe ich die Sezieranleitung? Weiß ich, wo ich die Sachen finden kann? Und kenne ich mich mit allem aus? Genau. Viele machen es auch so, dass sie sich in der Sezieranleitung alle wichtigen Begriffe unterstreichen und die rausschreiben. Es ist leider schwierig zu erklären, ihr werdet es rausfinden, wie ihr das am besten macht. Wichtig ist, wenn ihr euch selber Zusammenfassungen schreibt, schreibt das in ein kleines Heft, das könnt ihr dann in den Seziersaal mitnehmen. Ihr könnt keine losen Zettel in den Seziersaal mitnehmen, das ist, glaube ich, sogar verboten und es fliegt überall herum und es wird dreckig und nein, macht das nicht. Ihr könnt auch eure Bücher in den Seziersaal mitnehmen. Da müsst ihr halt immer bedenken, die werden auch schmutzig und die fangen an zum Stinken. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Ein weiterer Tipp ist auch noch, es gibt so fotografische Atlasse. Das bedeutet, das sind keine gezeichneten Bilder drinnen, sondern Fotos von Präparaten. Gibt es auch in der Bib, gibt es unterschiedliche. Vielen hilft das auch, weil da kann man sich das dann oft besser vorstellen. Das Problem ist, dass es oft am Präparat anders ausschaut als im Buch. Und dann ist es manchmal gar nicht so leichter bei der Übergabe. Man hat alles gelernt, also ein Prometheus, und dann zeigt der Tutor auf eine Arterie und es schaut alles schwierig anders aus. Deshalb schaut sich vielleicht so einen fotografischen Atlas an. Und was da auch noch wichtig ist, lernt es am Präparat. Schaut sich die Strukturen am Präparat genau an und bespricht das mit euren Kollegen an eurem Tisch. Jeder kennt sich dann in seiner Region immer perfekt aus. Deshalb zeigt es euch dann vor der Übergabe eure Regionen gegenseitig, wo was ist, erklärt euch, was ist wichtig, geht es das am Präparat durch und das hilft dann sehr gut für die Übergabenprüfungen. Dann, genau, als Ergänzung gibt es auch noch das E-Learning auf Moodle, das kann man sich auch anschauen. Ich habe es damals so gemacht, ich habe meistens die Regionen gelernt und habe mich dann selber quasi überprüft, ob ich die Moodle-Tests so schaffe.
Alternativ kann man es auch als Skript ein bisschen benutzen, aber es sind nur zur Ergänzung. Also nicht nur mit Moodle lernen, aber man kann es als Ergänzung nehmen. Genau. Ja? Ich denke, ja, also man sollte schon was mitnehmen, aber alles gebunden und keine iPads, keine elektronischen Geräte, weil das aus hygienischen Gründen nicht geht. Und passt eben auf, wenn ihr jetzt einen niegelnagelneuen Prometheus habt, den ihr total schön findet und mitnehmt und dann wird er ganz dreckig. Ist es ein bisschen blöd, aber es ist halt, es ist schon praktisch, wenn man sich das daneben hinlegen kann. Ja? Wenn du den jetzt zurückgibst und der ist voller Formalin und riecht nach Emsal, ich weiß nicht, ob sie dann so erfreut sind. Ich habe schon gemerkt, dass es haben schon Leute gemacht und dann haben sie es nicht gemerkt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also offiziell, ich weiß es nicht genau. Ja, genau. Gut. Gibt es noch Fragen zum Lernen, irgendwas zu, wie es abläuft? Gut, weil sonst würde ich jetzt an die Frau Dr. Hirtler. Doch? Was? Dies war die gleiche Frage nochmal. Es war die Frage, ob man die Bücher aus der Bib in Seziersaal mitnehmen kann. Ja. Die Frage, ob Bücher aus der Bibliothek mitgenommen werden können, können wir von der Seite der Anatomie entscheiden und wollen auch nicht entscheiden. Das heißt, das liegt der Hoheit des jeweiligen Nutzers. Also die Person, die mitnehmen will, ist dafür verantwortlich der Bibliothek gegenüber. Von unserer Seite werden wir niemanden hindern, daran irgendwas mitzunehmen, weil das nicht in unsere Aufgaben bereichen wird. Habe ich was vergessen? Ja. Die Bibliothek wünscht es nicht. Ist eh logisch eigentlich. Genau. Bitteschön. Ja? Also, wie schon gesagt, ihr macht eure Sekanteneinteilung, müsst ihr euch untereinander einteilen. Okay, es ist so, es ist gut, wenn ihr euch vorher einteilt, weil vor OM hat man keine Zeit, dass wir das einteilen. Deshalb macht ihr die Google Docs und meistens funktioniert das auch so, dass so wie ihr das selber einteilt, dürft ihr das auch im Saal machen. Also wir gehen davon aus, dass ihr euch selber einteilt, alle kommen dann hin und ihr sagt, ich bin an dem Tisch, ich bin an dem Tisch. Es ist manchmal so, dass manche Leute verschlafen und dann ist ein bisschen blöd, aber meistens funktioniert das so. Und da, wo ihr euch einteilt habt, das wirst du dann auch präparieren. Und das kannst du dann auch vorbereiten. Ja. Genau. Du wirst immer über deine Region gefragt, jede Einheit. Und dann über die eigene Region. Und bei der Übergabe über alles. Genau. Okay. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Lena Hirtler, das haben Sie am Anfang schon gehört. Ich bin Laienkoordinatorin für die Organmorphologie 1 und darf Sie in dieser Aufgabe gleich einmal mit den ganzen organisatorischen Informationen vertraut machen. Und damit Sie zumindest einmal den Weg finden
zu diesen organisatorischen Informationen. Den Study Guide sollten Sie mittlerweile schon kennen. Und da gibt es im vierten Semester die Organmorphologie 1. Gleich auf der ersten Seite finden Sie dann die ganz allgemeinen Informationen zu wie viele Stunden es sind, wie viele E-Learning-Stunden, was für Ausbildungsziel, wer die Koordinatorin ist und auch grundsätzlich die Informationen zu unserem Planungsteam. Das heißt, grundsätzlich die gesamten Organmorphologien werden natürlich von der Anatomie geplant, aber auch von der Radiologie, von der Histologie mit Professor Ellinger, aber eben auch von der Studienvertretung gemeinsam, sodass wir hier auf einen möglichst gemeinsamen Nenner kommen können. Wenn Sie dementsprechend irgendein Problem haben, was die gesamte Line betrifft, dann können Sie entweder an diese allgemeine E-Mail-Adresse schreiben oder Sie schreiben gleich mir, weil auch die E-Mails an die allgemeine E-Mail-Adresse kriege ich weitergeleitet. Okay? Also schreiben Sie mir einfach, wenn Sie irgendein Problem haben. Ich versuche möglichst zügig zu antworten. Falls ich mal irgendwen ignoriere, dann tut es mir leid. Es ist keine Absicht, dann schreiben Sie mir halt noch einmal und ich versuche dann die Antwort zu formulieren. Sie sehen hier, nächste Woche am Montag fängt die Organmorphologie 1 an. Dauert dann insgesamt 11 Wochen. Somit haben wir dann 11 Nachmittage, die wir dann gemeinsam miteinander verbringen werden. Unter dem Reiter Organisatorisches finden Sie dann alle notwendigen Informationen, damit Sie unter Anführungszeichen das Praktikum und auch das E-Learning überleben. Insbesondere wichtig ist aber die universitätsweiten Regelungen für die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen. Wenn man da reingeht, ich weiß nicht, ob Sie dieses Dokument schon einmal angeschaut haben, ich hoffe, es öffnet sich auch, genau, dann, falls Sie es noch nicht gemacht haben, schauen Sie sich das einmal an. Hier steht nämlich insbesondere drinnen, wann wir Sie, wenn Sie nicht da sind, mit einem Negativ beurteilen müssen. Das ist von der Universität seit letztem Semester neu aufgesetzt. Es definiert insbesondere nämlich die Handhabe bei Abwesenheiten, wenn es unvermeidbar ist, begründbar ist, informieren Sie uns und das ist natürlich dann etwas, was wir auch akzeptieren. Sie müssen halt trotzdem eine Ersatzleistung machen, aber das ist eben eine akzeptierte Abwesenheit. Das Problem fängt an, wenn Sie uns nicht Bescheid geben, dass Sie nicht kommen, beziehungsweise ein unzureichender Nachweis erbracht wird, dann müssen wir Sie negativ beurteilen für diesen Nachmittag. Bitte halten Sie das im Hinterkopf. In diesen organisatorischen Informationen finden Sie dann auch die Saaleinteilung für die einzelnen Säle. Sie sehen hier die Säle 1 bis 6 in den einzelnen Seiten aufgelistet. Ich mache das einfach mal ganz klein. Wir haben zwei Säle, nämlich den Sitzsaal 1 und den Sitzsaal 2, die an unterschiedlichen Nachmittagen bespielt werden. Da ist dann auch nur ein halber Saal gleichzeitig in Betrieb. Alle anderen Säle haben insgesamt 17 Tische, die belegt sind. Und da ist dann auch der volle Saal in Betrieb. Das heißt, bei Sitzsaal 1 und 2 ein halber Saal, bei den anderen Sälen ein voller Saal. Das führt mich dann auch gleich dazu, dass viele von Ihnen schon angefangen haben, sich den Tischen zuzuteilen, was ja prinzipiell lobenswert ist. Vielleicht ist Ihnen aber auch schon aufgefallen, dass es sich manchmal mit den Tischen nicht ganz ausgeht. Wir sind noch dabei, das Ganze zu organisieren, werden regelmäßig von der Studienabteilung eben mit ein bisschen mehr Studenten erfreut, als wir normalerweise in den 64 Kleingruppen erwarten würden. Da ist es natürlich so, dass wir noch weitere Tische dann zusätzlich auflegen werden in den Sälen. Das heißt zum Beispiel, in meinem Saal weiß ich, dass C5 zum Beispiel auch noch einmal zusätzlich belegt wird. So, mein Saal. Diese Informationen, die kann Ihnen dann Ihr Saalleiter noch genau sagen. Sie werden für diese Sachen auch noch persönlich vom Saalleiter kontaktiert werden. Weiters geht es dann mit den Informationen zum Sezierpraktikum. Sie haben hier einerseits
die Information, dass natürlich abgesehen von den Saalleitern auch noch einmal eine höhere Hierarchie gibt mit den Saalsäulenverantwortlichen. Die Säle 1 bis 3 sind betreut von Professor Bretterkleber, die Säle 4 bis 6 von Professor Weninger, die dann eben auch zuständig dafür sind, dass zum Beispiel Demonstrationspräparate oder Instrumentarium adäquat vorhanden ist. Das, was Sie in jedem Fall mitnehmen sollten, ist ein Setierbesteck. Da gibt es auf unserer Homepage die Informationen, wie so ein Besteck aussehen soll. Also sollten Sie sich das Ganze selber zusammenstellen wollen, dann sollte das Standardinstrumentarium so ausschauen, mit eben einer Sonde, einem Muskelhaken, einer Organschere, einem Skalpell mit einem Skalpellgriff der Nummer 4, mit der dazugehörigen Skalpellklinge einer Nummer 20. Bitte achten Sie darauf, dass Sie da auch die unterschiedlichen Nummerierungen richtig haben und eine breiten und einer schmalen Pinzette. Das, was zusätzlich verwendet werden darf, sind eine gebogene Organschere, eben gekennzeichnet durch diese spitze und die stumpfe Branche, eine Präparierschere, hier bitte auch achten darauf, dass es gebogen ist und vorne nicht spitz, sondern beide Seiten stumpf sind, und diverse Messer bzw. anders geformte Skalpellklingen können natürlich auch verwendet werden. Wenn Sie sich hier unsicher sind, dann fragen Sie bitte die Tutoren oder die Saalleiter oder die Lehrveranstaltungsleiter, welche Klingen man dann noch verwenden kann. Da gibt es ein paar Formen, die für unsere Präparation nicht geeignet sind. Was hier auf den organisatorischen Informationen auch bereits steht, ist, was man im Seziersaal nicht darf. Keine Speisen und Getränke, keine elektronischen Geräte, kein Verorten von Präparaten aus den Seziersälen. Und eben insbesondere, es wird auch sehr streng geahndet, eben wenn man schon keine elektronischen Geräte verwenden kann, weil man sie nicht mitnehmen darf in den Saal, ist das natürlich auch ein Zeichen. Fotografieren und alles mögliche andere, was man mit diesen elektronischen Geräten machen könnte, ist natürlich auch untersagt. Also bitte achten Sie darauf. Wir haben immer wieder Fälle, wo wir darauf nochmal hinweisen müssen. Sie haben ja auch noch die unterschiedlichen Leistungsüberprüfungen aufgezählt. Im Rahmen des immanenten Prüfungscharakters dürfen wir Sie jeden Nachmittag ein bisschen befragen, ob Sie vorbereitet sind, was Sie schon zu den einzelnen Regionen wissen. Wir haben diese Übergaben, die während also zu einem Regionswechsel dann stattfinden, wo Sie dann alle Regionen, die bis dahin in diesem Abschnitt präpariert werden sind, können sollen. Hier werden Sie dann auch extra geprüft. Wir haben auch einen sogenannten Regionscheck. Da geht es darum, dass wir auch Ihre Präparationsleistung beurteilen. Das heißt eben, die Note von der Organophologie setzt sich nicht nur aus dem theoretischen Wissen zusammen, sondern auch aus ihrer praktischen Sezierleistung. Wir haben den Punkt eines Antestates. Das Antestat heißt aber eigentlich nur, dass Sie richtig vorbereitet sind. Das wird gar nicht benotet, sondern es heißt einfach nur, Sie können es oder Sie können es nicht. Und wenn Sie es nicht können, dann werden wir Sie bitten, sich noch einmal vorzubereiten außerhalb des Seziersaals. Sie können dann noch einmal das Antestat wiederholen. Grundsätzlich aber ist es so, dass Sie nicht präparieren dürfen, wenn Sie das Antestat nicht schaffen. Das heißt, nur mit einer adäquaten Vorbereitung dürfen Sie auch den praktischen Teil des Kurses absolvieren. Und am Ende der Organophologie gibt es dann eine Abschlussübergabe, wo dann noch einmal alle Themen wiederholt werden, wobei das hier sehr strukturiert auch aufgebaut ist, sodass es hier 6 Strukturen gibt, die man zeigen und benennen soll, und zu diesen 6 Strukturen auch noch Hintergrundwissen befragt wird. Die Notenzusammensetzung für diese Abschlussübergabe ist auch festgelegt. Sie sehen sie hier im M3E auch dargelegt. Wie schaut das aus mit den Ersatzleistungen? Für das Praktikum ist es so, dass Sie natürlich diese Fehlzeiten nachholen müssen. Da können wir leider auch keine Ausnahmen machen. Das heißt, Sie sollen hier das Praktische an einem Nachmittag nachholen. Hier gibt es für die einzelnen Säle eigene Ersatzleistungstermine. Das ist für die meisten der freie Nachmittag.
eben wie gesagt zum Beispiel im Seziersaal 6. Wir haben mittwochs den Kurs, Freitag ist ihr freier Nachmittag, da können Sie eben zu Kurszeiten ab 13 Uhr nochmal in den Saal kommen und Ihre Ersatzleistung absolvieren. Diese Zeiten, die stehen Ihnen natürlich auch, wenn Sie das wollen, freiwillig für die Vorbereitung, für die Übergabe oder sonst irgendwie zum Lernen am Präparat zur Verfügung. Das, was irrsinnig wichtig ist für diese Ersatzleistung oder wenn Sie das freiwillig nutzen wollen zum Lernen, dass Sie Ihrem Saalleiter informieren und dass Sie ihm schreiben, dass eben auch dieser Saal offen ist, beziehungsweise eben, dass der Saalleiter auch Bescheid weiß, dass Sie in seinem Saal sind. Was gibt es noch für Teile? Wir haben ein, lustiger Schreibfehler. Wir haben einen E-Learning und E-Testing-Teil im Moodle. Im Rahmen vom E-Learning haben Sie im Bereich der bildgebenden Diagnostik und der Anatomie einzelne Aufgaben, die Sie erfüllen sollen. Die Deadlines sehen Sie im Sezierplan und die ganzen Aufgaben sollen bis spätestens 10 Uhr Ihres eigenen Antestat-Tages oder Übergabetages absolviert sein. Das einfach mit dem Hintergedanken, dass Sie dieses E-Learning auch ein bisschen nutzen zur Vorbereitung für die Übergabe. Das heißt, hier einfach auch die Deadline im Hinterkopf behalten. Wenn ich eh alles lernen muss, dann ist Zeit für das E-Learning. Zudem gibt es einen E-Test. Sie sehen es hier. In der Kalenderwoche 17, 20. bis 27. April, gibt es einen E-Test zum Thema Thorax und Thoraxorgane, einen anatomisch-mikroskopischen Teil und einen bildgebenden Teil, wo Sie dann 80% von den Fragen richtig beantwortet haben müssen. Und hier auch der Hinweis für die Ersatzleistungen beim E-Learning: Wenn das nicht zeitgerecht gemacht worden ist, dann werden Sie für die mikro- und makroskopische Anatomie im Saal geprüft von der Saalleitung, beziehungsweise wenn die Radiologie E-Learning-Teile nicht gemacht worden sind, dann werden Sie an die Radiologie eingeladen und von dort geprüft. Beim E-Testing ist es so, dass Sie grundsätzlich den E-Test zweimal wiederholen dürfen. Sie haben somit drei Möglichkeiten, den E-Test zu machen. Die erste Wiederholung findet nochmal auf Moodle statt, genau gleich wie das erste Mal. Die zweite Wiederholung ist dann wieder mündlich und da werden Sie dann zu einem persönlichen Termin auch eingeladen. Sollte bei diesem E-Test auch der zweite Termin nicht positiv absolviert werden können, dann ist die gesamte Line negativ. Also bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht alle Möglichkeiten ausnutzen müssen. Die Gesamtbenotung des Line-Elements setzt sich grundsätzlich nicht aus der Note des E-Learnings zusammen oder aus der Note des E-Tests zusammen, sondern einzig aus der Note für das Praktikum. Hier ist es so, dass die Übergabeprüfungen 40% beitragen, die Regionschecks 10%, der prüfungsimmanente Charakter, also die einzelnen Nachmittage 30% und die Abschlussübergabe 20%, das gemeinsam macht dann Ihre Gesamtnote. Bitte achten Sie darauf, nicht nur beim E-Testing haben Sie eine begrenzte Anzahl von Prüfungswiederholungsmöglichkeiten, sondern auch bei allen anderen Elementen ist es so, dass Sie insgesamt drei Möglichkeiten haben. Wenn Sie diese drei Möglichkeiten nicht wahrnehmen, dann wird die gesamte Line Organflüge 1 nicht positiv abgeschlossen. Das ist bitte wichtig, dass Sie das sich verinnerlichen. Die Organflüge 1 ist die Voraussetzung für die Organflüge 2. Wenn Sie Organflüge 1 nicht abschließen, dann können Sie versuchen, in die Organflüge 2 zu gelangen über einen Einstiegstest am Beginn der Organflüge 2. Wenn Sie diesen nicht schaffen, dürfen Sie nicht mitmachen. Bitte achten Sie darauf eben, Organflüge 1 ist die Voraussetzung für die Organflüge 2. Achten Sie auch auf die mutterschutzrelevanten Aspekte. Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine Teilnahme an der Line nicht möglich. In solchen Fällen kontaktieren Sie bitte die Studienabteilung. Geben Sie vielleicht auch mir Bescheid, damit ich eben das mit der Studienabteilung auch gemeinsam erarbeiten kann. Unter dem Reiter Stundenpläne finden Sie den Stundenplan.
prinzipiell haben Sie wahrscheinlich eh schon Ihren eigenen Stundenplan im MedCampus runtergeladen. Die Lernunterlagen sind relativ kurz. Die essentiellen beschränken sich auf, Sie dürfen Lehrbücher nehmen, es ist uns aber egal welche. Das ist nach Ihrer persönlichen Präferenz. Bitte schauen Sie einfach, womit Sie selber zurechtkommen. Wir haben kein einziges empfohlenes Lehrbuch. Da müssen Sie wirklich selber schauen, womit Sie lernen können. Ja, manche können mit einem Text lernen, manche können mit einem Atlas besser lernen. Es ist uns wirklich egal, Hauptsache Sie wissen, wovon Sie sprechen. Und wir können uns in unserem anatomischen Gespräch unterhalten. Aber wie Sie zu Ihrem Wissen kommen, ist uns prinzipiell egal. Vielleicht nutzen Sie nicht unbedingt DocCheck oder sonst irgendwas. Ja, oder zumindest geben Sie es nicht zu. Okay? Ebenfalls als essentielle Lernunterlage ist der Moodle-Kurs angegeben. Da komme ich dann auch noch zusätzlich dazu. Sie haben auch eine ganze Menge an topografischen Lehrbüchern in der Bibliothek der MedUni. Schauen Sie da mal rein, da gibt es manchmal Informationen, die sehr interessant sind zu Ihren eigenen Regionen. Wenn ich jetzt in diesen Moodle-Kurs hineinkomme, dann kann ich Ihnen natürlich zuerst sagen, das ist mein Lehrenden-Account, das heißt, ich sehe hier viel mehr Kurse, als Sie in Ihrem eigenen sehen können. Zunächst zeige ich Ihnen einen Moodle-Kurs, der heißt Organmorphologie Allgemeine Präparierkunde. Und das kennen Sie vielleicht auch schon. Wir haben hier unser Deckblatt-Voting gemacht. Ich danke allen, die da mitgemacht haben. Sie haben vorhin vielleicht auch schon das neue Deckblatt für die Sezieranleitung gesehen. Das, was Sie hier auch dann finden werden, demnächst, sind Präparationsvideos. Sie werden dort hochgeladen, damit jeder auch jederzeit dort reinschauen kann und sich hier orientieren kann. Das heißt, in diesem Kurs Organmorphologie Allgemeine Präparierkunde finden Sie dann ganz allgemeine Informationen, um sich hier nochmal vorzubereiten. Sie sehen auch, für die Organmorphologie 2 werde ich auch wieder so einen Deckblattwettbewerb planen. Das heißt, wenn Sie da Interesse haben, können Sie jetzt schon anfangen, sich was zu überlegen. Für die Organmorphologie 1 finden Sie dann in der Lernplattform Multimodale Morphologie OM1 20S, das ist der richtige Kurs für dieses Semester, das entsprechende E-Learning und E-Testing. Sie sehen, dass es hier unterschiedliche Reiter gibt, die dann die einzelnen E-Learnings bzw. auch dann die anderen Abschnitte definieren. Hier finden Sie auch noch einmal die allgemeinen Informationen, insbesondere für das E-Learning. Noch einmal bis 10 Uhr müssen Sie das alles abgegeben haben. Es besteht aus einem Teil makroskopische und mikroskopische Anatomie und einem Teil bildgebende Diagnostik. Wenn Sie im E-Learning ein Problem haben, bitte unterscheiden Sie zwischen Anatomie und Bildgebung. Anatomie schreiben Sie an anatomie-e-learning@uni-wien.at oder mir. Bildgebende Diagnostik schreiben Sie bitte an radiolehre@uni-wien.at. Ich freue mich zwar immer über E-Mails, aber wenn Sie halt für die bildgebende Diagnostik gemeint sind, dann mache ich auch nichts anderes, als leite Sie weiter. Das heißt, Sie würden mir da ein bisschen Arbeit ersparen. Wenn sonst irgendwas nicht geklärt werden kann, schreiben Sie mir entweder an meine E-Mail-Adresse oder über diesen Mitteilungsbutton. Dann schaue ich eben, wie gesagt, darauf, dass ich das möglichst rechtzeitig beantworten kann. Was sehen Sie dann? Sie sehen hier eine Möglichkeit, um Rückmeldungen zu geben aus dem Praktikum. Das ist anonym. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Probleme haben in einem Seziersaal, können Sie das da reinschreiben. Ich schaue mir das regelmäßig an und kümmere mich darum, dass es da gelöst wird. Sie sehen hier auch die Sezieranleitung für die OM1 und Sie sehen hier auch den Sezierplan. Wie die Kollegin schon gesagt hat, Sezierplan gibt den Überblick über die Präparationsteile, gibt auch den Überblick über spezielle Punkte, die wir ansprechen sollen im Saal, nämlich insbesondere die Sicherheit, wie Sie möglichst unbeschadet mit einem Skalpell hantieren, was Sie damit nicht machen sollen.
Die allgemeinen Präparationsskills werden da auch nochmal durchbesprochen. Und Sie sehen auch, wenn wir mit größerem Instrumentarium arbeiten, mit der Rippenschere zum Beispiel oder mit der Säge, dann wird da auch nochmal gezeigt, wie man damit möglichst sicher hantiert. Was Sie auch sehen, sind die einzelnen E-Learning-Abschnitte und auch der ungefähre Zeitraum des E-Tests. Hier haben Sie noch einmal einen wichtigen Punkt innerhalb des E-Learnings, das ist auch freigeschalten für Sie. Bitte melden Sie sich an für den E-Test. Sie haben für den E-Test in der Testwoche 5 Termine zur Wahl. Diese Termine sind aber platzbeschränkt. Da gibt es 150 Plätze pro Termin. Wenn diese 550 ausgebucht sind, gibt es da nichts mehr dran zu rütteln. Also ich werde da nicht noch mehr Plätze dazu kreieren. Es sind mehr als genug Plätze. Bitte melden Sie sich einfach dafür an. Vergessen Sie das auf jeden Fall nicht. Ansonsten können Sie überhaupt nicht teilnehmen an diesem Test. Am Ende finden Sie auch noch die Nutzungsbedingungen für die Spinde. Lesen Sie sich das durch, bestätigen Sie das. Und Sie finden hier auch noch unter einem Reiter Copyright und andere rechtliche Aspekte, wie denn das ist mit dem Urheberrecht in unserem E-Learning und E-Testing teilen, beziehungsweise auch wie das denn ist mit den Bildern von unseren Körperspendern. Grundsätzlich ist es natürlich eine digitale Plattform. Wir haben es vorhin auch gesehen, es gibt Mega zum Beispiel und andere, alle möglichen anderen Online-Ressourcen, wo dann irgendwelche Vorlesungsunterlagen, die normalerweise copyright geschützt sind, drauf landen. Mir ist das bewusst. Dementsprechend sind wir da auch unter einer Creative Commons Lizenz. Also Hauptsache, Sie sagen nicht, Sie haben es selber gemacht. Dann ist mir das relativ egal. Das Einzige, was mir nicht so egal ist, ist dass der Punkt von den Bildern mit unseren Körperspenden. Da ist es so, dass diese sich uns als Anatomie zur Verfügung gestellt haben für die Lehre und für die Forschung. Das heißt, wir können diese natürlich verwenden, die Bilder, um in unseren Vorlesungen oder auch in unseren wissenschaftlichen Publikationen da Strukturen zu zeigen. Was auf jeden Fall nicht geht und was auf jeden Fall auch nicht in dieser Verfügung festgelegt ist, ist eine Verwendung von diesen Bildern in anderen Plattformen, irgendwie in Social Media Plattformen, sollen die auf jeden Fall nicht landen. Das heißt, hier ist es auch so, wenn Präparationsbilder, Bilder von irgendwelchen Präparaten in einer Social Media Plattform landen, dann müssen wir dagegen auch vorgehen. Das bitte auch bestätigen. Ohne diese Bestätigung werden die einzelnen Teile der E-Learnings nicht freigeschalten. Das heißt, bitte einerseits E-Test anmelden, andererseits diese rechtlichen Aspekte bitte bestätigen, dann werden die ganzen Teile freigeschalten. Sie sehen, zu den einzelnen E-Learnings gibt es dann parallel zu den Regionen einzelne Themen mit Aufgaben, die Sie bearbeiten sollen. Einerseits makroskopische und mikroskopische Anatomie, andererseits die bildgebende Diagnostik. Das alles ist im Bereich eines E-Learnings zu absolvieren. Wenn Sie eines dieser E-Learnings absolviert haben, bitte nicht wundern, dann wird es hier oben deaktiviert, damit Sie sich selbst Ihre Punkte nicht überschreiben. Wenn Sie sich das nochmal durchschauen wollen, dann gibt es einen Reiter Regionensammlung. Da finden Sie dann die anatomischen E-Learning-Teile und Sie haben eine Filesammlung, da finden Sie dann die Teile von der bildgebenden Diagnostik. Im Reiter E-Test, das ist noch nicht angelegt, finden Sie dann aber schlussendlich in der Woche vom E-Test dann die einzelnen Tests. Hier ist es so, dass diese Informationen natürlich noch einmal bekannt gegeben werden, extra, aber Sie haben da eine beschränkte Zeit, dann insgesamt 15 Minuten haben Sie zur Verfügung, 5 Minuten Anatomie, 7 Minuten bildgebende Diagnostik, wo Sie dann jeweils 10 Fragen beantworten und 8 davon richtig haben müssen. Soweit zum Organisatorischen. Gibt es von Ihrer Seite Fragen?
Ein E-Test ist dreimal zu machen, quasi. Einmal in der am Haupttermin, das zweite Mal nochmal in Moodle und das dritte Mal dann persönlich mündlich. Okay? Noch eine Frage? Beim E-Learning ist es so, dass Sie sich da Inhalte erarbeiten, die für die einzelnen CC-Regionen wichtig sind. Da ist es auch nicht so, dass es ein Testcharakter ist, sondern das dürfen Sie so oft machen, wie Sie wollen. Sie können so viele Fehler machen, wie Sie wollen. Sie müssen nur schlussendlich dann das vollständig absolviert haben. Beim E-Learning ist es auch so, dass wir da eine 5% Toleranz auch eingebaut haben, weil wir immer wieder gemerkt haben, dass das Programm selber ein paar Macken hat und da manchmal ein bisschen spinnen kann. Aber es geht eigentlich nur darum, dass Sie sich damit beschäftigen. Ja. Das haben wir heute auch schon gefragt. Wir hoffen diese Woche. Aber ich schreibe es aus. Ja. Noch eine Frage? Also bei Problemen jeglicher Art, schreiben Sie mir. Ich wünsche ein schönes Semester. Okay, dann bleibt mir nur das Letzte, noch ein paar Worte zu sagen. Mein Name ist Wolfgang Weninger und die Anatomie sozusagen, so wie sie jetzt präsentiert wurde, ist in den Details, den organisatorischen, organisatorischen Details besprochen worden. Das, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist, es soll Ihnen Spaß machen. Ne? Das heißt, es geht hauptsächlich darum, dass es Ihnen Freude macht und Sie sehr viel vom Praktikum profitieren. Das heißt, diese ganzen Details, die Sie jetzt gehört haben mit der Organisation, sind irrsinnig verwirrend und machen Sie vielleicht, würde ich sagen, jetzt ein bisschen kopfscheu, weil Sie nicht am Anfang wissen, was da alles auf Sie zukommt und wie kompliziert das nicht alles klingt und so, das soll alles nicht der Fall sein. Es soll für Sie profitabel sein. Sie sollen praktisch von den Körperspenden profitieren, von der Möglichkeit, die Sie in Wien haben, wo Sie an kleinen, wirklich kleinen Gruppen gemeinsam an Körperspenden der Anatomie arbeiten können, das sozusagen in den Vordergrund stellen und die anderen Dinge sind alles nur Teile, um Sie zu motivieren, an den Körperspenden zu lernen. Also das ist eigentlich das, was das Zirkus sein soll. Ja, und Sie werden sehen, bei diesem E-Testing beispielsweise, weil das die Frage war auch, glaube ich, wenn ich das korrekt interpretiere, dass sozusagen noch nicht so richtig unterschieden wird zwischen E-Testing und E-Learning. Das E-Testing haben wir eingezogen, um Inhalte abfragen zu können, die ganz klare, einfache, logische Inhalte sind, die man im Seziersaal an der Leiche nicht abfragen würde, weil sie einfach zu simpel sind. Ja, das heißt, wo Sie sicherstellen wollen, dass Sie mit diesen Inhalten auf jeden Fall in die Klinik kommen, ja, dass Sie die Aortenbogenäste wissen, dass Sie die man halt im Seziersaal nicht fragen würde, weil man eh davon ausgeht, dass das klar ist und sich auf die Kleinigkeiten konzentriert, auf die Details konzentriert. Ja, und dafür sind diese E-Testing-Einheiten da und das ist auch das, was Sie automatisch dort lernen. Das heißt, mit dem E-Testing sollten Sie am wenigsten Probleme haben. Und das E-Learning ist sozusagen etwas, um Sie zu motivieren, sich vorzubereiten, Sie in einer Hilfestellung zu geben, sich vorzubereiten. Sie können das sehr schnell abhandeln oder Sie können das wirklich verwenden, um sich sozusagen in die Materie einzudenken. Beides ist sozusagen Ihnen überlassen. Das, was für uns wichtig ist oder was wir in den Vordergrund stellen wollen, und das werden Sie in jedem Saal wahrscheinlich merken, von den Saalleitungen dann auch so transportiert bekommen, ist, dass Sie an den Körperspenden lernen und die Inhalte, die Sie sozusagen erlernen müssen, an den Körperspenden auch vorbereiten. Das heißt, das, was vorher gesagt wurde, will ich Ihnen wirklich ganz schwer ans Herz legen, dass Sie gemeinsam in den Gruppen sich die einzelnen Regionen vorstellen. Es ist in der Sezieranleitung auch angegeben, immer wieder Teamlearning, ja, wo wenn etwas weggeschnitten wird in einer Region oder entfernt werden muss, damit Sie in eine tiefere Strata kommen, dass Sie davor sich gegenseitig diese Inhalte vorstellen, dass Sie gemeinsam diese Inhalte durchbesprechen, weil dann sehen Sie es nicht mehr. Ja, und Sie sollten sozusagen an den Körperspenden die Varietäten sehen. Das heißt, alle Körperspenden werden Sie sehen,
halten sich nicht ans Buch. Ja, also die Bücher sind irgendwie so ein bisschen ein Beiwerk, um die grundsätzlichen Strukturen zu lernen, aber wie sie tatsächlich ausschauen, das ist dann von der jeweiligen Situation abhängig und dafür sollen sie ein Gefühl kriegen. Ja, also es soll nicht so sein, dass sie aus Büchern lernen müssen, so wie in vielen anderen Ländern, weil da keine Möglichkeiten sind, sondern es soll so sein, dass sie aufgrund der Informationen, die sie aus den Büchern entnehmen, an den Körperspenden real sehen, wie variabel die Anatomie ist, wie interessant die verschiedenen Strukturen sein können und wie weit gefächert sozusagen die Möglichkeiten von Situsstrukturen sind. Das wird ihnen in der Klinik dann zugutekommen, weil sie dort nicht überrascht sind, wenn sie irgendwo reinschneiden und plötzlich schaut es ganz anders aus. Ja, sondern das ist das, was sie sozusagen aus dem Praktikum mitnehmen sollen und warum wir uns auch dieses, man muss sagen, sehr teure und sehr organisatorisch aufwendige Praktikum versuchen zu leisten und ihnen die Möglichkeit zu geben. Das heißt, versuchen sie wirklich, sich auf das Praktikum entsprechend vorzubereiten, theoretisch den Hintergrund zu haben und dann aktiv an die Körperspende zu gehen und dort möglichst in Kombination mit den anderen Körperspenden, die in der Umgebung verortet sind und mit den anderen Gruppen die Inhalte zu erlernen und sich zu arbeiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie bitten, dass sie wirklich sich gegenseitig diese Strukturen vorstellen. Und das, was wir natürlich als erstes jetzt auch gemacht haben, ist, die Anatomie soll nicht Selbstzweck sein. Das heißt, die Anatomie ist natürlich auf der einen Seite wichtig, dass sie die theoretischen Inhalte und anatomischen Strukturen kennen, aber sie soll sie auf die Klinik vorbereiten. Ja, und das bedeutet, dass wir sie bitten, zu bestimmten Zeiten dann das, was sie an der Leiche sehen, möglichst bei sich oder bei ihren Präparanten oder Präparantinnen dann aufzusuchen. Ja, das heißt, dort, wo es vertretbar ist und hygienisch machbar ist, sozusagen, sollten sie schauen, dass sie direkt diese Inhalte umsetzen. Weil wenn ich sehe, aha, da, weiß ich nicht, ist der Prozessus coracoideus, dann kann ich den auch bei meinem Gegenüber tasten und weiß, wo ich hingreifen muss bei einem Patienten später, wenn ich das tasten möchte. Ja, also das heißt, die Inhalte, die Sie lernen, sollen Sie darauf vorbereiten, dass Sie in der Klinik bei den Untersuchungen, beim Statuieren, sich wirklich auskennen und wissen, aha, wenn ich das und das suche, ne, wenn ich den Medianus suche, greife dorthin, fahre da drüber und die Person spürt das in bestimmten Fingern an bestimmten Stellen. Ja, oder wenn ich den Ulnaris da erwische, ne, dann zieht eben der Schmerz in den kleinen Finger raus. Und das sollten Sie auch selber schon einmal bei sich getestet haben oder bei den Mitpräparanten. Ja, und deswegen empfehlen wir Ihnen auch, dass Sie, wenn Sie aus hygienischen Gründen viele Strukturen natürlich nicht im Saal tasten können, dass Sie das zu Hause probieren auch. Ne, am Bein, die Pulse oder so irgendwas. Wenn Sie es an der Leiche vorher sehen, wo das verläuft, tun Sie es natürlich viel leichter, weil Sie praktisch ein Bild generieren, wo Sie wissen, wie schaut es unter der Haut aus. Und das ist das, was Sie aus dem Kurs mitnehmen sollen. Sie sollen eine optische Vorstellung haben, wenn ich jetzt jemanden anschaue, wie schaut es unter der Haut aus? Ist vielleicht jetzt ein bisschen eine komische Situation, aber das ist, davon profitieren Sie, ne? Weil Sie sozusagen dann sich weit, weit leichter tun, dass Sie Inhalte erarbeiten, die Sie halt in anderen Settings sich nie so arbeiten können. Und das Gleiche ist natürlich deswegen der Verschnitt mit der bildgebenden Diagnostik, weil ein radiologisches Bild können Sie natürlich am effizientesten befunden, wenn Sie wissen, wie schaut das anatomische Pendant dazu aus. Ja, und das, was wir halt machen mussten ein bisschen ist, wie es halt so ist, wir müssen sie halt ein bisschen mit Prüfungen motivieren, bis zu einem gewissen Grad. Das gilt natürlich nicht für alle, aber für manche ist es notwendig und wir müssen ja schauen, dass wir sozusagen die große Masse auch profitabel durch das Praktikum bringen und deswegen diese vielen Prüfungsereignisse. Aber das ist alles, wenn Sie halbwegs vorbereitet sind, kein großes Problem. Also Sie müssen jetzt deswegen sich nicht Sorgen machen, dass Sie das eine oder andere vielleicht zu kompliziert nicht schaffen, sondern im Normalfall sollte das alles keine Frage sein, weil nach dem ersten Mal, wo Sie einmal in das System hineingekommen sind, wissen Sie genau, wie Sie sich vorbereiten auf ein Antestat, wie Sie sich vorbereiten auf eine Übergabe und dergleichen. Ja, beim Antestat geht es einfach darum, oder wenn Sie geschaut haben, haben Sie gesehen, die
Pläne zeigen relativ kurze Zeiten. Also wir haben nicht viel Zeit für den Kurs. Das liegt am Curriculum, am Gesamtcurriculum. Und das bedeutet, dass wir die Kurszeiten maximal nützen müssen. Und daher müssen wir schauen, dass wir sie nur an die Körperspende lassen können, wenn sie schnell und effizient die Strukturen, die sie freilegen sollen, auch freilegen. Ja, nur dann können wir garantieren, dass sie Zeit haben zum Lernen. Weil sie sollen ja nicht präparieren um des Präparieren Willens und zum Selbstzweck, sondern sie sollen präparieren, damit sie selber und ihre Kolleginnen am Tisch an den Strukturen lernen können. Ja, und damit sie Zeit haben zu lernen, muss das schnell fertig sein. Ja, und damit das schnell fertig ist, müssen sie auch entsprechend flott präparieren können. Ja, das ist etwas, was sie wirklich am Anfang lernen müssen, weil je schneller sie sind bei der Präparation, umso mehr Zeit haben sie, an den Präparaten sich die Inhalte zu arbeiten. Ja, und daher diese Antestate. Ja, das ist der Grund, warum wir zu Beginn jeder Region sagen, wie müssen sie vorgehen, sie müssen wissen, wo sind die Strukturen, weil wenn ich weiß, wo die Struktur verläuft, ja, dann schneide ich genau dort rein und habe sie. Überhaupt kein Thema. Ja, und das geht in 2 Sekunden und wenn Sie das nicht wissen, dann präparieren Sie 2 Stunden herum und finden es noch immer nicht. Ja, und dann haben Sie aber wertvolle Zeit verloren, um etwas lernen zu können. Deswegen haben wir auch diese Videos sozusagen versucht, einmal als ersten Schritt von ein paar Strukturen oder von den wichtigsten Ereignissen sozusagen Ihnen vorzustellen, damit Sie es ein bisschen leichter tun, in das Ganze hineinzukommen. Die Tutorinnen und Tutoren werden das mit Ihnen durchgehen. Sie werden das mit Ihnen versuchen, Ihnen Tricks und Tipps zu geben und so. Ja, aber trotzdem schadet es nicht, wenn Sie da ein bisschen eingelesen sind oder ein bisschen eingeschaut sind, weil Sie dann viel, viel schneller und viel zielgerichteter vorgehen können. Es macht mehr Spaß, muss man sagen, und es ist für Sie profitabler. Es ist für Sie dann dem, was Sie mitnehmen können aus dem Kurs, praktisch dann die Optimalsituation. Also das ist das, was ich Ihnen wirklich ans Herz legen will. Die zweite Sache ist, das muss ich jetzt sagen von Seite der Institution, dass ich der ÖH in dem Fall sehr dankbar bin, weil wir ganz oder sehr gut eigentlich mit der ÖH kooperieren, was die Instrumente anbelangt und was die Spinde und die ganze Organisation rundherum anbelangt. Wir haben glücklicherweise sozusagen mit der ÖH es geschafft, dass die ÖH diese Instrumente, diese Sezierinstrumente sozusagen zusammenstellt nach unseren Vorgaben. Ja, da sind jetzt keine Dentalpinzetten drinnen, die in der Humanmedizin nichts verloren haben. Ja, da sind dafür Kurzpinzetten drinnen mit einer schmalen Spitze, damit man leichter präparieren kann und solche Dinge. Und es ist halt reduziert auf das, was sie wirklich brauchen. Aber die, so wie Sie diese Bestecke sehen oder so wie wir sie auch online gestellt haben, würde ich Sie bitten, verwenden Sie die. Sie können da 100.000 Bestecke von verschiedensten Anbietern sozusagen, von Apotheken, von irgendwelchen, wo auch immer her beziehen. Ja, es wird nur überall irgendein Zeug drinnen sein, das Sie halt entweder nicht brauchen können oder das qualitativ vielleicht schlecht ist oder wo Sie sozusagen anderwertige Dinge drinnen finden, wie chirurgische Pinzetten, mit denen Sie Anatomie halt wenig anfangen. Ja, und daher ist es will ich das nur ans Herz legen, dass Sie sich vielleicht wirklich für diese Sezierbestecke interessieren und schauen, dass Sie einmal die mitnehmen und was Sie dann zusätzlich brauchen. Und wenn eine Saalleitung dann sagt, na, mir wäre es lieber, Sie nehmen ein Skalpell mit zum selber schleifen, ist auch okay. Sie müssen es halt dann schleifen, damit es auch immer spitz ist und immer scharf ist. Aber dann erwerben Sie das halt irgendwo dazu. Aber die Grundausrüstung, die ist auf jeden Fall in diesen Sets da. Und deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie das sozusagen Sie anschauen, was brauchen Sie wirklich, damit Sie nicht mit den falschen Materialien kommen, mit den falschen Werkzeugen kommen und dann danach darunter leiden, dass Sie halt Sie irgendwas ausborgen müssen oder dann irgendwas nachbesorgen müssen oder solche Dinge. Ja, das ist das Wesentliche. Und das Zweite, was ich als Kritik natürlich anbringen möchte, ist, die Mäntel sollten nicht vergilben. Die sollten nicht diesen Tests unterzogen werden, dass man sie 3-mal waschen muss, bis sie wieder sauber werden, sondern die sollten automatisch sauber gehalten werden. Das heißt, wir bitten Sie, dass Sie die Mäntel wirklich aus hygienischen Gründen sauber halten und dass Sie die halt regelmäßig säubern und mitnehmen zum Waschen. Und dass Sie sie vor allem, weil sie ja Schutzmäntel sind, also die Idee ist ja, dass Sie den Mantel tragen, damit Sie nicht die Privatgewand im Seziersaal
mit den ganzen Lösungsmitteln beschmutzen. Ja, und daher ist es natürlich verständlich oder klar, dass sie den Mantel nicht tragen dürfen, wenn sie außer Haus gehen. Ja, also wir erleben es immer wieder, dass die Leute dann mit dem weißen Mantel, na, ganz wichtig, irgendwie in den Spar einkaufen gehen oder da in den, zum Schnitzel-Eck oder so irgendwas gehen. Und das soll nicht sein. Also wir würden einschreiten. Also wir würden dann sagen, das geht nicht, weil das einfach aus hygienischen Gründen katastrophal ist natürlich. Also das darf nicht passieren, sage ich jetzt einmal. Und daher legen wir auf solche Sachen Wert, auch auf diese ganzen Saalregeln, dass sie nicht drinnen essen oder irgendwas trinken. Das sagt man jetzt so leicht dahin, das tut man eh nicht, logischerweise. Sie werden sehen, nach dem zweiten, dritten Nachmittag gehen sie rein und haben Flaschen dabei oder so, weil sie das halt so gewohnt sind. Na, und wir schicken sie wieder raus und sagen, nehmen Sie keine Trinkflaschen in den Saal mit, ne? Weil es eh klar ist, Sie wischen oben drüber, um es abzuwischen und dann setzen Sie es an und trinken und vorher haben Sie irgendwo Körperspende angegriffen oder irgendein Tuch, das mit Lösungen vollgesogen ist. Ne? Also es soll nicht sein. Das darf nicht sein aus hygienischen Gründen natürlich und daher schauen Sie halt, achten Sie drauf, achten Sie aktiv drauf, weil Sie automatisch nach einer bestimmten Zeit wird das alles so Routine, dass Sie es einfach vergessen sonst möglicherweise oder die Gefahr laufen, das zu vergessen. Ja, und weil vorher die Frage war mit den Unterlagen, mit Tablets oder so, Tablets können wir aus dem Grund nicht erlauben, weil erstens meistens eine Fotografierfunktion oben ist und Sie dürfen nicht im Saal fotografieren. Wir können es nicht kontrollieren natürlich mit den Tablets und zweitens, weil wir aus hygienischen Gründen sie nicht, wie gesagt, dem aussetzen wollen, dass sie das dann irgendwie überziehen müssen mit irgendwelchen Plastiksackern und dann fliegt es runter. Und, also das soll alles nicht sein. Ja, nehmen Sie es am besten gar nicht mit daher, weil die Problematik natürlich, so wie gesagt wurde, ist, es kann wegkommen. Also in den Kästen, die Sie haben, in diesen Spinden, können Sie zwar etwas verwahren, aber es passiert leider immer wieder, dass irgendwo was wegkommt und das ist halt dann schlecht natürlich oder schwierig. Also das sind so die grundsätzlichen Dinge. Also das, was wirklich wichtig ist, meines Erachtens nach, ist, nutzen Sie die Möglichkeit von den vielen Körperspenden, die Sie in Wien sehen können, an den unterschiedlichen Tischen zu profitieren. Na, schauen Sie, dass Sie möglichst viele Variationen sehen, dass Sie möglichst viele Bauchsitus zum Beispiel oder Thoraxsitus jetzt in dem Fall sehen. Sie werden sehen, manche werden operiert sein, da werden Sie halt einen Bypass sehen, da werden Sie halt irgendwie andere Teile sehen, Sie werden einen Herzschrittmacher sehen, aber halt nur in einem von den vielen Präparaten im Saal. Und da müssen Sie halt dann hinschauen und aktiv mit den Leuten dort am Tisch reden und sich gegenseitig diese Strukturen vorstellen. Ja, dann profitieren Sie am meisten davon und dann profitieren Sie von Inhalten, die Sie wahrscheinlich sonst in keinem Land oder in keiner Institution so richtig geboten bekommen. Ja, also, und das Zweite, was ich eben sagen will, das Ganze ist natürlich auch eine soziale, hat eine soziale Komponente, das Sezieren. Also Sie sind immer wieder mit denselben Personen zusammen, Sie entwickeln eine gute Gemeinschaft sozusagen und das soll auch so sein. Also es soll nicht so sein, dass Sie jetzt gegeneinander arbeiten, sondern dass Sie miteinander arbeiten und dass Sie auch mit den Tutorinnen und Tutoren arbeiten. Die sind natürlich angehalten, Sie zu prüfen und auch durchfallen zu lassen, wenn Sie nichts können. Ja, aber auf der anderen Seite sollen Sie nicht den Eindruck haben, Sie wollen Sie durchfallen lassen, sondern das ist wirklich die, das sind die meisten, sind irrsinnig engagierte Personen, die einfach wirklich versuchen, mit ihnen zu lernen. Ja, aber es soll nicht so sein, dass man sie motivieren muss, weil die Motivation kommt eh von ihnen, weil sie die Ausbildung machen müssen. Ja, aber die Idee ist sozusagen, dass sie halt unterstützend da sind und dann, wenn sie halt aus irgendeinem Grund wenig Motivation haben, sie halt durch Noten motivieren. Ja, das ist sozusagen positiv. Also es soll nicht so sein, dass sie die Tutorinnen und Tutoren als Gegner sehen, sondern eher als Leute, die mit Ihnen gemeinsam oder Ihnen Hilfestellung geben wollen, das zu arbeiten. Das ist vielleicht so abrundend die Informationen, die ich Ihnen noch mitgeben möchte. Inhaltlich, glaube ich, sind Sie jetzt eh ziemlich versorgt. Also ist das. Und vielleicht das noch, auch um auf die Bücher nochmal zurückzukommen. Die MedUni sozusagen hat Ihr Curriculum, das halt aus Praktikern und aus Vorlesungen besteht und aus verschiedensten Veranstaltungen besteht. Und da ist ein Praktikum, wo Sie wirklich praktisch profitieren sollen, an den Körperspenden lernen sollen und für das Sie
keine Lehrbücher vorgegeben haben. Das heißt, es ist wirklich so, schauen Sie, dass Sie die für sich passenden Lehrbücher finden, die für sich passenden Unterlagen und nutzen Sie die Körperspende. Ja, weil wenn das in den Büchern anders drinnen steht, dass Sie da an den Körperspenden das sehen, dann werden Sie als falsch beurteilt, wenn Sie das aus den Büchern sagen, wenn es in der Körperspende anders sichtbar ist. Ja, verständlicherweise. Deswegen schauen Sie, dass Sie das Praktikum wirklich am Präparat sozusagen lernen. Und nutzen Sie halt, was immer Sie als Präferenz haben, als Lehrbuch oder als Lehrunterlage oder Lernunterlage. Okay, das war es, glaube ich, so als Abschluss von meiner Seite. Haben Sie irgendwelche Fragen dazu noch? Oder? Bitte. Ob man Block und Stift mitnehmen darf? Ja, also Sie dürfen was zum Schreiben mitnehmen. Das, was wir wirklich aufpassen müssen, auch aus, ich sage jetzt einmal, aus unfalltechnischen Gründen, sind leere Zetteln, die einfach lose irgendwo herum sind. Ja, oder weil die Zetteln natürlich fallen runter, die weht der Wind irgendwo hin, man geht vorbei, das weht aus dem vom Sessel runter, der nächste rutscht drüber und weil ja im Saal eh überall ein bisschen Flüssigkeiten und Fette halt sozusagen sind, rutschen sie relativ leicht aus. Ja, und daher müssen wir schauen, dass keine losen Zetteln sind. Wenn Sie einen Block mit haben, den einstecken können, also ein kleines Heftel zum Beispiel, ideal. Ja, das ist sozusagen... Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Praktikum und viel Spaß dabei auch.